Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hoffe, das neue Mikrofon ist jetzt gut eingestellt. Ich habe jetzt hier 3, 4, 5 Probeaufnahmen gemacht und da hat sich's eigentlich relativ gut angehört. Also auch nicht zu übertönt und der Balken, der ist auch nicht so hoch. So, also immer noch ein paar Kinderkrankheiten drin, aber das bügeln wir aus mit der nächsten Zeit. Also wenn es jetzt so immer noch ist, dann muss ich gucken, dann muss ich die Basis noch ein Stück leiser machen. Weil leise ist egal. Leise kann ich im Aufnahmeprogramm hochpitchen. Das ist überhaupt kein Problem. Es darf halt nur nicht zu laut sein. Also zum Beispiel, wenn ich freudestrahlend irgendwas erzähle und dann sehr hoch komme, dass es dann oben so abgehackt ist. Ne? Ich habe hier was. Ich habe etwas bestellt bei eBay. Und zwar habe ich mir einen Fitness-Tracker bestellt. Beziehungsweise ich habe ja das Xiaomi 11T Pro und habe mir dazu jetzt passend das Mi Fit Band 7 Pro bestellt, was gerade in China frisch rausgekommen ist. Wann es nach Deutschland kommt, keine Ahnung. Ob es nach Deutschland kommt, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird auch nur wieder die normale Variante nach Deutschland kommen und nicht die, also die normale Mi Band 7, nicht die Pro-Variante. Ich weiß nicht, warum da viele Sachen nicht nach Deutschland kommen von Xiaomi, die sehr, sehr gut sind, weil die haben China viel, viel mehr Sachen. Also, ja, würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Unboxing-Ansicht und dann werden wir das mal auspacken und dann erkläre ich euch auch, warum ich mir gerade dieses bestellt, achso, warum, wie viel ich bezahlt habe. Ich hatte bei eBay einen Festpreis drinne. Der wollte maximal, Startgebot war 60 Euro. Die habe ich natürlich geboten und maximal hatte ich eingegeben. Ich habe mir dann ausgerechnet, wenn ich es bei AliExpress bestelle, da haben sie für um die zwischen 63 bis 67 Euro. Dann kommt noch der Versand dazu. Manchmal haben sie den aber auch gratis, aber man muss ja auch noch nachverzollen. Da gibt es im Internet auch einen geilen Zollrechner. Habe ich einfach Zollrechner eingegeben und dann muss man die Kategorie, ich habe Kategorie Uhr, obwohl das könnte vielleicht Sportgerät sein. Nein, ich habe Kategorie Uhr halt gewählt und dann aus welchem Land das kommt. Und dann muss man halt den Preis, für den man gekauft hat, angeben und dann rechnet der das so aus. Und da wäre ich gewesen bei. Ba, 13 Euro und ein paar zerquetschte oder so. Ja, wären wir bei 70, um die 76, 77 Euro wären wir denn gewesen. Warte mal, 60 bis 70? Ja, doch. So um, sagen wir mal, 77, 78 Euro wären wir gewesen. Plus bei der Post, wenn sowas ist mit Nachverzollen, dann will die Post natürlich auch knete, weil die Post das erstmal auslegt und uns das bringt. Und dann müssen wir beim Postboten das bezahlen, was wir beim Zoll bezahlen hätten müssen. Wenn der Zoll nicht sagt, hier komm mal vorbei und zeig uns das mal. Dann müssen wir bei dem hier nämlich vor der Tür, bei dem Postboten nochmal 6 Euro noch was oben drauf bezahlen. Aber ich habe jetzt einfach mal gerechnet, deswegen nur zum Zoll fahren müsste, das abhole und habe dann so 77 ein paar zerquetscht als Maximalgebot. Nee, Quatsch, ich habe nochmal erhöht. Ich habe die 6 Euro nochmal draufgepackt. Ich hatte dann irgendwas in der 82 Euro als Maximalgebot gemacht. 82 Euro und 11 Cent oder so. Beim Zweit, also ich habe mein Maximalgebot erhöht. Und dann hat zwischendurch einer geboten. Und dann ist es von 60 auf 61 hoch. Und weil ich ja natürlich ein höheres Angebot, also Maximalangebot, bin ich gleich zack wieder der Höchste gewesen mit 62 Euro. Um die 7 Tage musste ich warten, bis die Auktion zu Ende war. Mit bangem Gefühl manchen. Ich habe öfters mal raufgeguckt, ob alles noch im Grünen ist. Und dann habe ich sage und schreibe für 62 Euro den Zuschlag gekriegt für das Mi. Nee, doch, ja, 62 Euro für das Mi Fit Band 7 Pro. Und ne, 5,49 € oder so Versand war noch drauf. Habe auch eine Rechnung mit dazu gekriegt und alles. Habe mit dem Verkäufer geschrieben, der war sehr nett. Stand ja vorher schon fest mit der Rechnung, dass ich das alle kriege und so. Ich habe mit dem geschrieben wegen der Sendungsnummer, weil die war bei eBay nicht zu erkennen. Jo, jetzt ist es da, jetzt muss ich den noch bewerten und kann das dann natürlich einreichen. So.
Jetzt werden wir hier erstmal umbauen und jetzt switchen wir gleich mal in die Unboxing-Ansicht. Unboxing-Messer. Unboxing-Messer ist da. Adressaufkleber habe ich schon abgemacht, beziehungsweise hier war noch ein anderer Adressaufkleber vom Vorjahr, den habe ich weggemacht. Also wie gesagt, der hat gesagt, das ist original verpackt, wurde nicht geöffnet, nur einmal geöffnet für die Fotos. Wieso sehen meine Finger so dreckig aus im Video? So. Und das hat ein schönes großes Display. Xiaomi Smartband 7 Pro. Das ist ein Mietzeichen. Schönes großes Display. Ich kann man natürlich anpassen, die Uhr, wie den Style. Das ist. Ja, da könnt ihr auch ein Foto drauf machen oder was weiß ich. Hier nix. Da auch nix. Unten nix. Oben nix. Hinten was. Naja, ist ein bisschen unsauber aufgemacht. Oh jo, moho. Kann ich nicht lesen. AMOLED kann ich lesen, ja. 100 kann ich lesen, 50 kann ich lesen, das alles kann ich nicht lesen. Wir haben dadurch natürlich nur die Möglichkeit, aber jetzt habe ich gar keine Rechnung mit dazu gekriegt. Der wollte mir dann eine Rechnung reinpacken. Naja, muss ich nochmal anschreiben. Wir haben halt nur die Möglichkeit, oh, da leuchtet es schon. Wieso leuchtet denn das gleich? Ist noch an, so wie es aussieht. Dann haben wir hier den USB-Kabel. Der ist natürlich hier mit so Magneten, das zeige ich euch gleich noch, befestigt. Also nur für das Foto ausgepackt, sieht es halt anders aus. Dann hätte ich das ja, na egal. Preis war okay. So, und hier haben wir es. Hier ist das Xiaomi Band 7 Pro. Wir haben hier hinten die Sensoren und hier ist dann unser Ladekabel. So, der wird dann praktisch per Magnet rangemacht und gehalten. So. Ich bin mal gespannt, ob dieses Band bei mir alles messen kann. Da bin ich mal sehr, 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 sehr gespannt. Ja. Na, hier sind aber 2000 Schritte drauf. Das ist aber nicht von mir. Ah, hier haben wir verschiedene Uhrenmodelle. Wir lassen mal das. Mal. Ich muss bei mir erstmal Bluetooth anmachen. Bluetooth an. So, verfügbare Geräte. Na. Zeig mir mal verfügbare Geräte an. Ein Gerät gefunden, zwei Geräte gefunden. TV, Sounds. Also das ist die andere Smartwatch. So, nochmal aktualisieren. Da haben wir doch, Xiaomi. So, koppeln. Hier haben wir es. So. Kontakte teilen. Okay. So. Nee, entkoppeln wollen wir nicht. Mensch, bist du doof. Du sollst doch koppeln. Koppeln. So. So.
Umbenennen wollen wir auch nicht, weil wir können es umbenennen. Wir machen mal das A5 Dingsbums weg. Zack. Und lassen das nur Xiaomi-Band. So. Verbunden. Ich sehe hier nicht durch. Gut, dann werden wir mal das öffnen. So. Ein Gerät hinzufügen. Band. Zustimmen. Verstanden. So. Barcode. Das Band hat keinen QR-Code, das hat einen QR-Code. So, gucken wir mal nach. Fehlgeschlagen, verstanden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist halt doof, wenn alles chinesisch ist. Wenigstens Englisch. Wäre toll gewesen, hätte man wenigstens ein bisschen durchsehen können. Ach, das muss man wieder mit WeChat garantiert machen. Weil im Fernost geht ja alles über WeChat. Machen wir mal so. Suche nach Geräten. Halt das Band in die Nähe vom Gerät. So. Aber das wird jetzt zu viel Hardware, denke ich mal. Das werden wir gleich im nächsten Video uns dann mal zu Gemüte tun. Ja, ich habe jetzt ein Band, was an sich ganz toll ist, aber auf Chinesisch, womit ich nichts anfangen kann. Also Englisch geht auch, das weiß ich. Das stand im Kleingedruckten. Aber, ach doch, hier ist eine Anleitung. Auf Chinesisch, wie man das Band festmacht, dass man das Band abmachen kann, alles auf Chinesisch. Da werde ich mit Google Übersetzer arbeiten müssen. Ich habe hier ein paar QR-Codes, die werden wir gleich mal testen. Aber das alles im Hardware-Video, wenn wir versuchen, ein chinesisches Band an unser deutsches Handy zu bekommen. Bleibt gespannt. Bis gleich. Ahoi, sagt euer Odin.